Der Bauplan ist als PDF-Datei erhältlich und enthält detaillierte Zusammenstellungszeichnungen, welche zum leichteren Verständnis in Farbe gezeichnet sind. Jede Baugruppe ist noch einmal in zusammengebautem Zustand gezeichnet und enthält die Zeichnungen der Einzelteile in Originalgröße zum Aussägen. Eine schriftliche Anleitung mit Funktionsbeschreibung, Baubeschreibung und Materialliste rundet den Bauplan ab. Der gesamte Bauplan ist zweisprachig, in deutscher und englischer Sprache. Die Lochmitte vor dem Bohren leicht ankörnen. Damit die beiden Löcher schön fluchten, einfach die Kurbelwelle benutzen. Holzleim hält den Rahmen zusammen. Die kleinen Gewindestifte können direkt in das Holz geschraubt werden. Zum Ablängen der Wellen und Achsen kann man die Maße einfach direkt von der Zeichnung abtragen. Manche Wellen benötigen Planflächen, damit die Gewindestifte der Zahnräder eine gerade Auflage haben.
Ein Bohrer eignet sich gut als Zentrierhilfe. Die Spitze des Synchronrahmens abschleifen, damit man die Skala besser ablesen kann. Die Mondstange lässt sich sehr gut mit einer Spitzzange biegen. Scheiben dienen als Distanz und verringern die Reibung.